Sie sind die Sportstars von morgen. Dominik und Nicola Kuhn. Auf der Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus schnuppern Sie heute zum ersten Mal Promiluft. Es ist heute mein erstes Mal hier, aber die Stimmung ist sehr gut und die Gesellschaft auch, ja. Ich kenne die meisten Leute ja nur aus dem Fernsehen oder aus den Zeitungen. Und obwohl ich selber Sportlerin bin, ich bin dann immer der größte Fan und möchte mir gleich ein Foto mit denen machen. Sportstars und das hautnah. Bei Tennislegende Babsi Schett und Ex-Skirennläuferin Marlies Reich wird an diesem Abend jeder wieder zum Fan. Was ich einfach entdecke, sind nämlich ganz normale Menschen, die extrem menschlich sind, die sympathisch sind. Und das ist einfach ganz, ganz nett, wenn man so vis-à-vis steht. Wenn man sie wirklich von Mensch zu Mensch sieht und nicht nur über den Bildschirm. Und dann natürlich auch als Vorbild, weil Sportler auch immer Vorbild für die Wirtschaft sind, wenn sie sich Ziele stecken und die dann erreichen. Ihren Sport zum Beruf machen. Das wollen auch die Geschwister Dominik und Nicola. Vergangenen Sommer haben sie sich gleich 3 Staatsmeistertitel geholt. Unterstützt werden sie dabei von der VKB Bank. Weil es wirklich ein großes Anliegen für uns ist, einfach Menschen glücklicher zu machen. Und das ist ein wunderbarer Anlass, gemeinsam dafür zu sorgen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung mit den Kindern, dass einfach sehr viel finanzielle Mittel nötig sind, bis dass man einfach das an die Spitze schafft. Das Wasserski ist ja doch eher eine kleinere Sportart, aber dadurch, dass wir die Sponsoren haben, können wir auch den Leuten zeigen, wie cool die Sportart ist. Und viele Leute kennen das gar nicht, aber es sollte einfach ein bisschen bekannter werden. Die EM, es sind die Olympischen Sommerspiele. Wir Linzer haben 30 Jahre Damen-Tennis-Turnier ganz, ganz groß. Im Linzer Brucknerhaus wird heute aber nicht nur über Sport gesprochen, sondern auch welcher gemacht. Und zwar auf der Tanzfläche. Naja, also du hast ja gerade den Tanzkurs erledigt, aber möglicherweise in der Sportlerlounge schon nicht am richtigen Tanzparkett. Also ich habe in der Tanzschule Cha-Cha-Cha und natürlich in Walzer und in Boogie gelernt. Ja. Ob am Wasser oder auf der Galanacht des Sports, unsere Jungsportler machen eine gute Figur. Und wer weiß, vielleicht stehen sie ja schon bald auf der ganz großen Bühne.